aus einer Familie, da kocht immer nur einer. Und zwar? Das ist meistens mein Vater. Dein Vater, genau. Meine Mutter kocht schrecklich. Also mein Vater hatte ja sogar eigentlich damals immer den Geheimtipp, noch ein bisschen Ketchup ins Chili zu machen. Pervers. Ich glaube, jeder Mexikaner würde das... würde sich im Grab umdrehen. Ja, der würde sich gruseln. Als wir abends beim Bierchen draußen saßen, da meinten die Mädels, dass man beim Zwiebelschneiden ja immer heulen muss. Wir wollten das einfach trotzdem mal austesten. Das war eine ganz schöne Idee, aber ich schneide die Kartoffeln. Ich habe dieses Festival sogar witzige blaue Flecken gesammelt. Der sieht nämlich aus wie ein Smiley. Die Tomaten hätte ich eigentlich noch ein bisschen kleiner geschnitten, Lino. Aber du hast ja auch ein größeres Maul als ich. Oh, was? Macht man bei dir zu Hause Hackfleisch mit dem Papier? Auch wenn man denkt, mein Gott, sieht das eklig aus. Manchmal schmeckt's. Einmal Petersilie aus dem Off, bitte. Danke. Lino! Lino, ich hab gekocht! Kind, es gibt Mittag! Und weg sind sie. Jetzt wirst du eigentlich deinen Kochkünste gelernt. Obwohl du als Vollblut-Italiener müsstest... Als Vollblut-Italiener muss das nicht lernen. Das wurde mir einfach in die Wiege gelegt. Das ist in meinen Genen quasi drin. Also das Erste, was ich gemacht habe, war nicht irgendwie laufen, sondern ich habe direkt mal eigene Nudeln gemacht. Bei dir fließt auch Tomatensauce im Blut. Ich habe in der WG die Autorität zu entscheiden, was italienisch okay ist und nicht okay ist. Aber ich muss da sagen, ich mag auch Ananas auf Pizza. Wir sind hier eine Männer-WG, das heißt, es ist auch das kleinste Messer, was wir haben. Induktionsherde funktionieren ja so, dass hier eine Spule drin ist und da entstehen halt sehr starke Felder. Kann ich da dann mein Handy drauf aufladen? Das war nicht so gut durchdacht, dass ich ein weißes T-Shirt anziehe. Nee, aber irgendwie passiert es auch immer, dass man ein weißes T-Shirt anzieht, wenn man irgendwas mit Tomatensauce isst. Ja, komischerweise. Ja, dieses T-Shirt hier war auch mal weiß. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist ein Wein mit einem Drehverschluss. Verdammt. Sehr gut. Gabel oder Löffel? Löffel. Du mal mit deinem Löffel. Das ist viel praktischer, man kann einfach mit dem Löffel viel effizienter schaufeln, das ist gut. Und dann schrecke ich die jetzt mal. Nein! Nein! Oh, okay, ja, okay, nein. Sorry, ich hab's vergessen, nicht tut mir leid, abschrecken. Tut mir leid. Böse, das gibt einen Strich auf der Inkompetenzliste. Was? Ja. Stopp, oh Gott. Ja, das war ein bisschen viel. Was machst du dir drauf, Ahornsirup oder Nutella? Ja. Also, was jetzt? Beides. Ja! Hey, super! Nice Wurf! Wir sind Kräuterhexen, weil wir unglaublich stolz sind auf unseren Kräuterkasten, der mittlerweile leider halb tot ist. Je nach Geschmack, der eine ist salzig, der andere nicht. Mein Bruder würde jetzt eine halbe Stunde hier stehen und seinen Pfeffer reinhauen. Jetzt benutzen wir Honig, damit es ein bisschen süßer. Davon brauchen wir 6 Esslöffel. Ist mega schön geworden. Du brauchst eigentlich kein Messer dafür. Nicht? Nein, du kannst es einfach so essen. Meine Oma hat mir das so beigebracht. Ich habe so Angst, mir das Maul zu verbrennen. Wirst du gleich tun, 100%. Genau, man kann es natürlich auch noch nach Belieben würzen. Also Kräuter de Provence mache ich gerne drauf zum Beispiel. Neben Salz auch noch Pfeffer oder... Du hast verbrannt, oder? Mhm. Okay, cool. Okay, ich glaube, mit Jahren will man sich nicht streiten. Mir persönlich würde dieser Löffel schon an Marmelade reichen, aber dadurch, dass Jara das Glas so verkackt hat, ist das ihr Glas. Okay. Die schmecken vegetarisch und mit Fleisch eigentlich ganz genau gleich. Deswegen... Ich bin immer Fan von, wenn es ganz angebraten ist. Oder verbrannt. Ja, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie immer ein besseres Gefühl, wenn ich Bio... Lachskauf im Vergleich zum normalen. Mir ist es egal. Gut geworden. Mhm.